Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werdet ihr sehen, wie ich meinen Hof ein bisschen umgestalte. Ich werde vorne die Einfahrt pflastern und das Haus noch abdichten. Den Affenbaum, den ihr hier seht, habe ich in eBay Kleinanzeige gehabt, jedoch hat sich leider keiner gemeldet. Oder die sich gemeldet haben, hatten dann abgesagt, aber das seht ihr in dem folgenden Video. Gleich beim ersten Schnitt habe ich schon gemerkt, dass mir die ganze Scheiße ins Gesicht fliegt. Deswegen hatte ich dann doch meinen Helm mit Visier geholt. So, hier mal noch ein kleines Update. Ich werde nicht alles mitfilmen, weil das dann zeitlich auch den Rahmen sprengen würde. Und aktuell spielt das Wetter auch nicht immer mit. Deswegen, ich hatte jetzt mal den Oberboden runtergezogen und angefangen an der Hauswand aufzugraben. Da musste ich sehr aufpassen, weil die ganzen Leitungen dort verlegt sind, wie Wasser, Abwasser, Strom und auch von Telekom und Kabel Deutschland. Hier seht ihr zum Beispiel das Stromkabel. Also das war relativ weit an der Oberfläche, deswegen musste ich da sehr aufpassen und das Telekom-Kabel hatte auch leider einen Schaden erlitten dadurch. Den Graben, den werde ich auch so weiterziehen, dass man dort gut drin stehen kann und somit auch die Wand gut abdichten kann. Ich hatte den Graben jetzt mal so weitergeführt und hatte auch viel mit der Hand noch aufgraben müssen, weil ich mit dem Bagger einfach mehr kaputt gemacht hätte wie alles andere.
Ein Hauptgrund war auch noch, dass unser Drainagerohr zu weit reingerutscht war in das Abflussrohr und dadurch alles mal Verstopfungen waren. Das habe ich jetzt auch entfernt und werde das hier jetzt auch wieder neu verbinden und dann neu verlegen. Aktuell sind ja noch viel zu viele Unebenheiten in der Wand, deswegen habe ich jetzt noch einen Sockelputz aufgetragen und die ganze Fläche dann nochmal grundiert und dann 4 Schichten einen Isolieranstrich drauf gemacht. Danach kamen die Styroporplatten und die Noppenbahnen. Guten Morgen Leute, es gibt mal wieder ein kleines Update. Hier hatte ich ja die Noppenbahnen alle dahingestellt und hinten dran noch so Styroporplatten dran gemacht. Und hier habe ich mal jetzt schon wieder alles aufgefüllt. Und ich weiß nicht, wie gut man es sehen kann, aber hier steht noch so ein Schnurgerüst, wo ich jetzt abmesse dann, wie viel Erde noch drauf kommt. Und dann kommt auch schon der Schotter rein. War ja vorher ein Zaun, den habe ich jetzt durch die Pflanzringe ersetzt und die Abgrenzung von unserem Blumenbeet gemacht. Und jetzt werden erstmal die Randsteine noch als Abgrenzung zum Haus betoniert. Das sind meine ersten Randsteine, die ich setze. Also, wenn sie nicht hundertprozentig genau sind, verzeiht mal bitte. Guten Morgen Leute, so langsam geht es in den Endspurt. Die Randsteine habe ich ja schon gesetzt und ein bisschen Pflaster habe ich auch schon gelegt. Ich zeige es mal euch. Die Randsteine sind ja fertig. Das Pflaster hatte ich ja vom anderen Haus rausgemacht und hier reingemacht. Und jetzt mache ich noch hier vorne. Mache ich noch den restlichen Schotter rein, den ich geholt habe, und mache dann alles mal auf eine Höhe. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich so einen hübschen Hut an habe. Ich hatte letzte Woche zweimal einen Sonnenstich und mittlerweile ist es mir scheißegal, wie es aussieht. Den habe ich mir bei Amazon gekauft, 8,60 Euro oder so. Der erfüllt seinen Zweck. Jetzt bin ich gerade unten am Haus, in dem wir dann einziehen werden später hinaus. Und da habe ich ja das Pflaster rausgemacht und der Split liegt hier noch.
den lade ich jetzt mal noch auf und fahre den dann hoch ans Haus. So, jetzt geht's auch schon wieder hoch. So, wie gesagt, das hier habe ich ja schon gelegt und hier habe ich schon noch meine Rohre drin und hier habe ich jetzt mal eine Schnur gespannt und der Schnur messe ich dann runter auf die Rohre und der Rest wird dann mit Split aufgefüllt und dann hier mit der Latte abgezogen. Dann habe ich die Höhe und kann die Steine einfach reinlegen. Ich hatte die ganze Zeit nur Angst gehabt, dass mir die Steine nicht reichen, deswegen hatte ich von innen angefangen rauszulegen und habe mir auch jetzt erstmal alle Steine hingelegt, dass ich jetzt die schneiden kann. Das Dumme daran ist noch, ich habe keinen Pflasterschneider, ich habe nur so einen Nassschneider, der ist eigentlich für Fliesen und da konnte ich immer nur ein Zentimeter stückweise abschneiden. Also das war sehr viel Arbeit. So, jetzt gibt es nochmal ein kurzes Update. Ich habe jetzt alles gelegt und alles geschnitten, habe jetzt den Rüttler rausgeholt, habe dann noch so eine Gummiplatte drauf gemacht, dass ich nochmal alles abrütteln kann. So sieht jetzt alles aus, geschnitten, habe Sand drauf gemacht und weiß nicht, ob man es sehen kann, aber hier an dem Rüttler ist noch so eine Platte dran und das rüttel ich jetzt nochmal alles ab.
Dann sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich wollte nochmal sagen, ich bin kein Profi, habe das alles zum ersten Mal gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal nochmal einschaltet. Also macht's gut, bis dann, auf Wiedersehen.